So und willkommen zu einer weiteren Aufnahme von FideBeast Ultimate. Dieses Mal eher aktuell, wohl wir komplett alleine. Wir werden wohl hoffen, dass wir es wohl morgen hinkriegen. Das an sich ist das ja nun ja schon ein Tag nach der letzten Aufnahme. An sich die 10 Folgen von 61 bis 70 wurden in der einer Aufnahmesession aufgenommen. Ich habe jetzt keinen Bock auf Regen. Ja, Regen, halt die Klappe. Weg mit dir, du schaffst eh nur. Ja, es hat neuer Wind, höre ich jetzt auch auf einmal, wer den Regen hat. Nee. So. Was. Ich hoffe, wir werden halt vielleicht weiterhin noch in diesen. In der Truppe aufnehmen oder sonst werde ich vielleicht mit Peter dann vielleicht eine Zeit alleine machen. Weil an sich, ich hau jetzt mal ein paar Infos sozusagen am Ende, den Anfang der Folge raus. Das ist sozusagen der Fall, dass jemand halt ein bisschen aktuell am Ende ist von Ideen halt, sagt ihr. Ich meine, sich könnte sein, dass wenn es halt der Fall ist, dass ich sage, mit Peter, dann nehmen wir halt nur noch zu zweit auf. Deshalb hat er das jetzt mal aus dem Sozianier gemacht. Ich muss sagen, ich habe vielleicht schon ab und zu mal auch meine Meinung dazu gesagt. Ja, waren das wieder online gekommen. Ich meine, weil warum nur so eine kleine Hütte? Das ist ein anderes Haus in meiner Ansicht. Ich meine, man sieht es halt auch, meine Hütte ist minimal größer. Wenn die Mini-Wert wird, jetzt mal auf jeden Fall uns streamen. Ja, man sieht ja. Ich hatte jetzt sozusagen vor, noch eins paar vollen, 5 vollen Netze zu machen, dass wir sozusagen morgen 10 vollen, 15 vollen aufnehmen könnten. Weil wir haben 10 vollen gemacht, dann wären es ja dann die 15. Dass wir sozusagen 5 Stunden Aufnahme haben. Hat der Kollege schon ausgerechnet, hat gesagt, 5 Stunden müssten das ja dann sein. Also, weil aktuell ist keiner sozusagen Bock von Trend. Peter Net, Mika. Ich spiele natürlich da wieder. Wie immer. Ich will jetzt so am Start ein Let's Play drauf hauen auf seinem Kanal. Nee, aber mal wieder niesen. Bäh, Schafe! Oh, hab kein Weizen mehr. Hoppala, ich hätte jetzt nicht nur, dass wir so viele können. Tschüss, hab kein Weizen mehr. Ich glaube, ich brauche eine Erntemaschine. Das haben wir aber noch lange an, oder? Ja, wir bleiben es eben an, also. Ja, dann sicher, ich. Da werde ich vielleicht auch noch sozusagen. Ja? Halt sozusagen einfach mal was kleines vorbereitet hatte ich mal blöd. Halt sozusagen verschieden ihn mal. Halt, ich bin mal halt auch teilweise sozusagen. Oder? Halt teilweise. Ich weiß, das ist halt der Spielschutz zu lange. Ich meine, ich kann jetzt nicht sagen unbedingt, ich war jetzt eigentlich auch schon mal sehr oft ohne Ideen. Das weiß ich ja selber genau nicht mehr. Halt teilweise habe ich ja sozusagen auch. Bisschen verfressen und aber ich glaube jetzt an sich, ich meine halt auch besonders mit so vielen verschiedenen Items zu bauen, weil das Haus hier besteht eigentlich, man kann schon so ein Fahrrad sein, aus allen nur Mod-Items. Ich selber habe mich aktuell ja auch noch nicht so viel mit Technik befasst. Diese zwei Räume sind das einzige Technische, was es hier gibt. Aktuell und ja, in die ist wieder, wir müssen wieder Lava holen. Das machen wir aber anders. Ich muss da mal kurz hoch. Das wird dir das jetzt halt jetzt tut um die Aufnahme rum. Das wäre aber jetzt ganz auch fertig. Ich glaube, ich brauche auf jeden Fall noch ein größeres Feld.
Ich glaube, ich werde dann wohl bald davon noch anfangen, sozusagen noch eine Erntemaschine provisorisch zu bauen. Halt, ich jetzt nicht provisorisch, die wird auch eine Zeit lang dastehen. Kühe! Kühe, Kühe, Kühe! Meine Buggy-Kuh! Zwei Buggy-Kühe! Buggy-Kühe macht. Kind. Ihr macht ein Kind. Hier, da, du. Du da. Und du da müssen wir noch. So, Kühe. Hier, hier. Da, später. Die Places kommen vielleicht auch bald mal mit. Das nervt mich, dieser Tasten. Ja, die Schafe, oder? Die können auch gefährlich werden. Halt, wenn es sozusagen der Fall ist, dass den Tropstin sozusagen nicht auf neue Ideen bringt und er sagt, der weiß Tropstin immer noch nicht, was er sozusagen vielleicht machen kann oder sowas, würde ich auch sagen, damit ich mit Peter vielleicht mal fragen oder so, dass wir aber dann fürs erst wieder eher zu zweit aufnehmen. Vielleicht wird es sozusagen, wenn ihr das Projektthema beenden, was aber auch noch weiter Zukunft steht, aktuell ist jetzt meine volle Liste auf 100 Folgen eintragen, jetzt die Folgennamen. Weil ich mir schon fast überlegt, mache ich das oder nicht? Dass wir auf 100 Folgen selber jetzt vorproduzieren sozusagen. Ja, das habe ich jetzt nicht, das hat, nee. Ich glaube, das werden wir jetzt aber nicht machen sozusagen. Und natürlich ist jetzt auch abwesend. Der Peter. Den Mika jetzt wieder die T1 schafft, wenn er noch spielt. Ich glaube, der vielleicht gerät ein Elefant in der Discord. Ich habe an sich, wo er abwesend war, habe ich ihn mal angeschrieben. Halt, kannst du mal von Discord kommen und dann jetzt nochmal Discord halt für rein, den Chat reingeschrieben, was er sagt oder sehen müsste. Aber nein, ignoriert. Wenn es halt wirklich das auch kurz dann nichts helfen und er sagt, der hat keine Ideen mehr, dann sehe ich gefühlt eigentlich auch keinen Sinn. Einfach jetzt halt, weil es sozusagen eigentlich auch für ihn eher sozusagen nicht so gut wird. Außer man. An sich habe ich eigentlich beiden einfach so. Halt sozusagen schon mal zwei, drei Playlisten geschickt. Halt einfach mal auf von Tom Shuffle, wo er das Tethered Light mit Leo gemacht hat. Halt einfach mal so ein bisschen technische Sachen, dass wir dann mal was sehen können. Wo auch wenn sozusagen Tethered Light auch nicht so viel hiermit zu tun hat. Eine Hauptsache von Tethered Light ist, weil dieser MIC-Wert ja. Mal gucken, wie viele Bäume im Arsch standen da zwischendurch einen Weg. Ich glaube, das wird kein Weg kriegen zwischendrin. Ich meine, also deswegen halt auch mal von Spark of Phoenix das Megaprojekt Let's Play. Und halt auch einmal von Let's Game You Play. Halt. Halt, also Let's Game You Play jetzt nicht, das nicht mit Sonic, weil da dauert es noch ein bisschen länger. Halt, da war ja erstmal die Überlegung mit dir, weil ich ja gesagt habe, wir bauen diese Biomassenproduktion. Da muss ich noch mal was im Hinterkopf sozusagen behalten. An sich sind wir schon, weil wir jetzt halt jetzt nicht mehr den Wechsel hier sozusagen machen, aber von der Map her. Weil es da mal Probleme mehr gab und deswegen haben wir keinen Bock mehr gehabt. Deswegen sind wir ja auf derselben Map wie auch das letzte Show. Und deswegen werden wir wohl höchstwahrscheinlich eigentlich auch nur ein bisschen Baumfarm bauen, weil es für die fürs Let's Play euch eh eine so eine große Biomassenproduktion ein bisschen übertrieben wird. Höchstwahrscheinlich wird das Gebiet jetzt aber nach dem LP sozusagen an abgeknipst, vom Standort her. Das Gebiet nicht mehr aktiv in Speicher gehalten wird. Der Standort, der bei mir in der Hütte her steht, der hält das Gebiet hier aktiv, auch wenn der auf dem Service, deswegen ist auch das Feld über Nacht gewachsen. Halt auch so Sachen, die Stunden. Weil an sich ist der halt, auch wenn der Kralos-Server schon wo leistungsstark ist, kommt er halt auch noch an seine Grenzen natürlich. Er ist halt sozusagen mit meinem Keller und mit Manus Stadt teilweise immer noch sozusagen, ist er dann eigentlich schon fast am Ende, wenn wir dann hier noch sowas Großes bauen würden. Ich glaube, wir machen das hier und da wohl auch nochmal. Nur das machen wir anders wohl. Ne, ich muss mal schon, dass wir noch ein bisschen
Aber das haben wir mal hier schon mal unser Feld, das wir dann mal unsere Schafe. Wo ist ein Baby? Da. Der Tweet-Tab, den habe ich leider nicht mehr. Den wollen wir vielleicht auch nochmal fällen. Ich hoffe, wir kriegen daraus noch mehr Saplings. Sonst heißt es in diesen 5 Folgen, die ich mir dann mache, vielleicht auch ein bisschen Baumjagd. Und ich will ja eigentlich schon langsam mal auf diese technische Sache an sich halt eingehen, aber wenn. Halt, Peter hat gesagt, der macht ja vielleicht was mit den Bienen sozusagen. Also, da hat der Mika ja eigentlich auch gesagt, der weiß jetzt noch nicht, wie mit den Technik-Sachen so weitergeht. Wie er das auskennt. Du musst dazu auch mal was sagen. Das kann man nicht sagen, einfach. Ich kenne mich damit nicht aus, ich kann damit nichts anfangen. So klingt das teilweise wenig. Entschuldigung, wenn ich sozusagen falsch interpretiere, was er damit meint. Weil, glaubt der, ich kenne mich damit immer auch schon aus? Weil das ist ja nicht der Fall, ich hab's ja eigentlich auch. Teilweise, ich hab's ja eigentlich auch erlernt erst. Okay, ich habe ja teilweise schon mal so ein Let's Play schon mal von Mirapack gesehen, aber ob sind jetzt hier noch ein paar neue Sachen immer noch? Die Toiletten Track-Tech-Maschine, die gibt's ja gar nicht dort. Und die verschwerten Rezepte, da musst du ja auch mal alles hinkriegen. Das heißt, das ist natürlich gleich unten. So, und dann wollte ich den Baum fällen und bräuchte ich nochmal einen Tweet-Tab. Wie wart ihr nochmal? Wart ihr so? Ja, ihr wart so. Dann machen wir mal 3. Bis der Nacht. Ja, fällt ich aber noch. Ja, verbrenne ich mal das Eisen darunter, wenn das erste Mal auch Hotel nur noch hin und her geht. Ich glaube, ich werde vielleicht wieder so Dümmchen überlassen abstellen, vielleicht auch. So, ich sag euch einen Sack. Dass das einfach die Kisten verschwindet. So. Dann machen wir sie an die Position dann als nächstes hin. Ich werde das auch schon sehr ziemlich deliert. Ich meine, weil ich habe mich ja. Früher ja auch nicht so auskannt. An sich das ist eigentlich eh wohl. Aber ich das eigentlich schon ein Let's Play oder mal überhaupt mal ein Let's Play so sagt? Wie ich eigentlich. Ich hatte viele Beast Ultimate gar nicht im Auge eigentlich. Ich kannte es davor eigentlich gar nicht. Ich habe schon viele Beast Light ja gesehen, Omega Blade. Das habe ich schon nur gekannt. Davor eigentlich auch schon. Aber sozusagen das viele Beast Ultimate hatte ich gar nicht gekannt. Und an sich. Hat halt der Kollege halt sozusagen, wir haben ja auch immer noch einen Server sozusagen, ja. Der halt aktuell jetzt eigentlich auch nicht immer läuft, weil wir nur diesen einen Server haben. Es ist sozusagen, dass wir da mal Besuch hatten einfach, der so, blub, kam da rein, der Typ. Hatte gefragt, wollt ihr vielleicht sozusagen als. Sozusagen auf dem Server spielen, der an sich halt auch sozusagen Testphase sozusagen ja ist davon. Kam halt der Dave von Kalabum Team halt rein mal. Und dann haben wir da sozusagen gespielt, waren ja sozusagen die Stadt Fortown, so hat der Sladdy sie dann ja genannt, wo ich wohl vergessen hatte, 1 zu zahlen, da hat sich unsere Stadt aufgelöst. Weil deswegen habe ich auch teilweise diesen Tick immer einen Chunk zu bauen. Weil. Dieses System, was mit denen diese Städte generiert wurden, hat die Map in Chunk-Grenzen. Du stehst jetzt hier. Den Chunk. Okay, dann stehst du jetzt hier, gibst den Town Creator Befehl ein, dann hast du hier deine Town. Das ist der Startpoint der Town. Dann mit einem mit ein bisschen mehr Geld, kaufst du dir einen weiteren. Und kaufst den weiteren Chunk, kaufst den weiteren Chunk, kaufst den weiteren Chunk. Oh, bupp, am Limit. Du bist allein in einer Town, bist am Limit. Kaufst dann die Bonus-Chunks, die sind teurer. Ich glaube, da gab es auch noch 19 Mal Zahl, oder? Ich weiß nicht, wie das Teil noch war. Na, Creeper, kannst du nicht zu mir kommen? Ah, dein Pech. Ich bin ja sicher bei den Schafen. Dann kommt Creeper von hinten. Oh, und zieht den Schafen mit. Ich warte euch, dass ihr auch nicht gekannt, aber gerade das seht. Ich habe schon nur ein, zwei Samplinge. Drei Samplinge haben wir. Gerade ist das nach dem dritten Wort. Nein.
Creeper. Möchtest du dir dann auch zum Schloss, verdammt. Wir haben wir ja raus. Hat der so fast ersoffen. Schau, jetzt der doch noch durch. Installiert. Wir bräuchten noch mehr von diesen Teilen hier. 4 Zeppeline. Wir sind doch noch ein paar mehr. Wo platzieren wir das denn am besten? Weil ich hätte davon eigentlich auch so gleiches Feld. Vielleicht platziere ich da hinten auf dieser anderen Fläche da hinten auch nochmal welche dafür. Und war das jetzt alle Saplings? Weil das Wapper, was wir vielleicht auch einfach mal. In Sicherheit bringen. Weil diese Ankerpunkte von Wapper. Das wird vielleicht unser provisorische Wapper-Sammelraum. Könnte man ja machen. Weil mit der Portal dann können wir die ja immer hin und her bringen. Und da wird sicherlich auch noch die andere Seite. Weil da können ja immer dieses Diddy-Wessen rauskriegen. Wir können auch das normale Holz verarbeiten davon. Aber da müssen wir sozusagen immer sammeln uns jetzt ein paar Bäume und dann haben wir für eine Zeit lang sozusagen hier diesen Raum. Und dann, wenn wir die Baumfarm haben, dann brauchen wir den ja auch nicht mehr. Weil wenn wir die Baumfarm haben, dann werden wir auch dann auch, werde ich auch dann auch noch einen Wapper bauen in Einsatz geben. Ja, da kommt nichts mehr. Nö, läuft nicht. Wir wollten schon eine Schwelle. Da. Tschüss. Gut, okay, dann bräuchte ich hier vielleicht ein bisschen Marble. Noch, um dass wir das hier einkesseln hier. Da die Fackel weg, habe ich ja mal auf Ostscreen. So sieht man ja die Felder. Die Felder sind ja keine, das sind ja die Hede der Schafe und der Kühe. Habe ich sozusagen den. Oh, wie einfach da nur Server umstanden, habe ich da sozusagen mal die Hede beleuchtet. Das war jetzt dann in der Randinfo sozusagen, weil da dann auch die Viecher drin gespawnt sind. Da hatte ich ja Bock. Da drauf. Hat mich schon genervt. Das Loch da. So, meine ich das jetzt etwa, dass wir dann hier. Das Craft werden wir, glaube ich, auch schon hier oben anfangen fürs Erste, oder? Oder möchte ich jetzt auch gleich nach unten verlegen? Das Craft fürs Erste hier oben, oder? Ich will mal legen. Und das tue ich dann nachher. Weil an sich diese Treppe hier kommt der weg. Vielleicht sage ich dann auch gleich sozusagen. Bop, bop, bop. Ich glaube, wir machen das sozusagen, dass wir das erst hier diese Maschinenräume hier haben halt. Das ist ja unser Lagerraum aktueller. Wir haben so viele Ressourcen, es wird noch ein bisschen dauern. Oder wir verziehen alles sozusagen bald auf das hier. Oder? Verziehen alles dann nach da unten. Weil wenn die da unten die Räumlichkeiten jetzt langsam erschließen, wo das im Ehe ja auch in die oberen Etagen auch dann kommen soll. Aber wenn das im Ehe erstmal einhalten sein sollte, weil wir haben es gleich eher größer. Wäre die Belegung, ob wir das gleich größer machen? Dass wir es gleich da unten bauen? Erstmal alle Maschinen noch. Oder ob wir die jetzt erstmal hier oben bauen? Ich glaube schon, dass wir wohl. Der Raum. Wäre halt ein bisschen. Klein dafür. Wir machen das so, dass wir hier die Wandteile ineinander nach vorne ziehen. Wieder. Dass wir dann hier direkt in einen großen Langraum kommen. Weil das hier wird eher so sein, weil unser Lager hier, diese Lagerkiste, die hier erschöpft. Oder wir platzieren einfach mal zwei daneben, dann wird es eigentlich auch nicht, sondern doch wieder ausreichen. Dann machen wir es so, dass diese Seite hier zum Raum wird, wo die Dustcraft-Sachen dann für eine Zeit lang hier überall untergebracht werden. Besonders, ich habe gerade auch das Wort überirdisch erstmal eingeschlossen dafür. Weil das bleibt nicht immer überirdisch. Das wird alles in den Keller kommen.
Also in den drei Etagen dieser Hütte. Diese Etagen, die sich dann ja hier dann nach dahin lang zieht, wohl eher. Und dann über die ganzen Gebiete hier. Weil das ist ja sozusagen das Startgebiet. Das ist ja noch hin. Ach, das. Ja, das könnte man nicht so machen. Haben wir dann für das nächste Werberaum hier. Oh, die Fackel noch oben platzieren. Da ist schon einmal was gewesen hier nachkommen. So, ich stehe da mal pennen. Was sicher nicht steht, jemand sind ja bei. Die Spinne verfolgt mich doch. Das Bett kommt dann wohl. Ja. Lässt nicht für das ausreichen. Der kleine Technikraum. Die Sache des Bettes. Wer das Bett soll, dann anders hin erstmal. Ich glaube, das lassen wohl durch. Das lass ich jetzt aber stehen. So, das Digiversum lassen wir mal hier. Wir holen noch ein paar mehr von den Wapper Tree Saplings. Die pflanzen wir gleich wieder ein. Dann spielen wir gleich die Spinne aufs Dach. Ja, Spinne? Die Spinne, die sich nicht traute. Das war das sozusagen das Ende dieser Folge. Mal wieder sind wir am Ende der Folge mal wieder angelangt. Was? Dann sind es noch 4 Folgen, die ich dann sozusagen in einer mache. Dann sind wir hoffentlich wieder zermehrt. Mal gucken, ob wir dann vielleicht eher zur Zeit vielleicht noch bleiben oder ob es weitergeht auch mit Mika. Kommt halt drauf an. Ja, dann, ich hoffe, es hat wohl euch gefallen. Wenn, dann wäre es ja seltsam, wenn ihr bis zum Ende gucken werdet. Ich hoffe mal. Das ist schnell, sozusagen. Die Tür schließt gleich. Aber dann, bis zur nächsten Folge. Aber dann, tschüssi.